Ab 2.4. Zeigen Sie, dass für die Punkte CN in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte AN und BN gilt, CN mit x minus 3 und minus 0,5x plus 2,5. Man sieht vielleicht schon anhand der Punkte, dass diese Aufgabe nicht besonders schwer sein sollte. Und ja, das ist auch tatsächlich der Fall. Wie geht man hier am besten vor? Die CN sind ja eigentlich recht ähnlich zu den Punkten BN. Nämlich, die Gemeinsamkeit ist, beide liegen auf der Geraden. Die Punkte BN liegen alle auf der Geraden und der CN. Ja, und AN irgendwo auf der Parabel. Also gehen wir am besten vom BN aus. Schreiben wir uns die allgemeinen Koordinaten nochmal auf. BN hat die Koordinaten x und minus 0,5x plus 1. So, was wissen wir jetzt über die Punkte CN? Nämlich, dass die Abszisse x um 3 kleiner ist. Ja, sie ist immer um 3 kleiner als die von BN zum Beispiel. Also ist die x-Koordinate schon mal x minus 3. Ja, wir ziehen einfach immer 3 von der x-Koordinate ab. So, da wir jetzt hier aber das x verändert haben, müssen wir auch dieses x hier verändern. Ja, also dieses x hier ist noch auf das ausgelegt. Wenn wir jetzt den Funktionswert für cn berechnen wollen, dann müssen wir auch dieses x entsprechend anpassen. Einfach in gleicher Art und Weise, nämlich minus 0,5x mal, so und jetzt nicht mal x, sondern mal diese hier Koordinate hier, also x minus 3 und dann noch plus 1. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Teil vereinfachen. Also cn hat die x-Koordinate x minus 3 und für die y-Koordinate minus 0,5 mal x. So, und jetzt minus 0,5 mal minus 3. Minus mal minus gibt plus und 0,5 mal 3 sind 1,5 plus 1. So, und als letzter Schritt noch zusammenfassen. X minus 3 und minus 0,5x plus 1,5 plus 1 sind 2,5. Und damit sehen wir, wir haben für die Punkte CN genau die geforderte Punktkoordinaten. Und das war's auch schon.